Ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Ich bin heute sehr stolz, euch wahrscheinlich die beste Wildkamera in ganz Deutschland vorzustellen. Und zwar handelt es sich dabei um die Seeker Cam Pro Plus Mobile LTE Version. Ich zeige euch diese Kamera und ich zeige euch vor allem, was mich an dieser Kamera so positiv beeindruckt hat. Wen das interessiert, der bleibt einfach dran. Los geht's! Ich habe euch ja bisher schon viele chinesische Modelle vorgestellt und die werden meistens direkt auf Amazon verkauft oder ihr könnt sie irgendwo in China direkt bestellen. Dieses Modell ist auch made in China, aber es unterscheidet sich in einem wichtigen und wesentlichen Punkt. Das Team, das hinter Seeker Cam steht, ist nämlich in Deutschland beheimatet und deswegen gibt es auch einen super Kundenservice, eine deutsche Anleitung und ihr könnt dort jederzeit anrufen und eure Fragen setzen, wenn ihr technische Probleme mit der Kamera haben solltet. Das ist schon mal der wichtigste Punkt, den ich vorneweg mal vorschicken möchte. Also wie gesagt, wir haben hier ein Modell, das in seinem Design durchdachter ist als andere. Trotzdem ist es natürlich made in China. Also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass diese Kamera made in Germany ist. Aber trotzdem, das Team, das hinter Seeker Cam steht, ist eben in Deutschland. Und deswegen könnt ihr die jederzeit ansprechen bei irgendwelchen Fragen und Problemen. Und das zeigt sich schon ganz am Anfang, wenn man die Schachtel öffnet. Wir haben hier deutsche Anleitungen, natürlich auch auf Englisch. Und wir haben hier eine vollständige Bedienungsanleitung, die habe ich gar nicht mal gebraucht, weil diese Kamera ist so simpel zu bedienen, simpler geht es einfach gar nicht. Außerdem haben wir einen kleinen Produktkatalog dabei, das finde ich auch total praktisch, denn dort ist gleich das ganze Zubehör auch mit aufgeführt und was es sonst noch für Kameras gibt. Dann haben wir eine Schnellanleitung, die auch euren PIN-Code für die SIM-Karte enthält, dazu kommen wir gleich, das ist auch mega einfach gegangen. Und dann habt ihr noch gleich eine Servicekarte, also dieses Team versteckt sich nicht, sondern die sind einfach für euch da. Wenn ihr dort anruft, dann kriegt ihr dann auch hoffentlich eine Auskunft. Bevor wir uns die Kamera mal im Detail anschauen, also da hole ich die Kamera mal ran und wir gucken uns das im Detail an, möchte ich noch kurz auf die Schnellanleitung eingehen. Denn das ist das, was ihr als erstes seht, wenn ihr die Schachtel aufmacht und dann auch als erstes in die Hand nehmen solltet. Denn sie hat vorne aufgeklebt euren PIN-Code für die Kamera und sie zeigt euch wirklich in einfachen Schritten, wie ihr das Teil einrichtet. Seeker Cam hat ein sehr sauberes und übersichtliches Sortiment. Wenn ihr mal auf die Webseite von Seeker Cam geht, der Link ist übrigens auch unten in der Beschreibung, dann seht ihr sehr schnell, es gibt verschiedene Modelle in allen Profi- und Amateurklassen. Das heißt, ihr könnt hier das volle Profimodell kaufen, das aber in der Bedienung nicht profimäßig ist, sondern einfach mega simpel. Ja? Also ihr müsst da kein Studium absolvieren. Auch die Profikamera ist sehr simpel in der Bedienung, möchte ich damit sagen. Aber es gibt auch andere Modelle, die vielleicht kein Funkmodul besitzen, die Bilder nicht direkt auf euer Smartphone schicken, was ja die Kernkompetenz von so einer Mobile-Version ist. Es gibt auch andere Mobile-Versionen, die haben dann verschiedene Kameralinsen. Die einen sind bei 100 Grad, die anderen bei 50 Grad, was dann schon sehr nah gerichtet ist. Dieses Modell hat 80 Grad und ist dann so im mittleren Zoom-Segment. Aber auch in dem Katalog findet ihr auf den ersten Blick direkt wichtige Informationen. Und ich habe den aufgeschlagen und habe mir gedacht, das klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine Werbeaussage. Ich darf in diesem Video sagen, was ich will, alle Vor- und Nachteile. Und vorneweg muss ich aber schon mal sagen, es ist die beste Wildkamera, die ich tatsächlich euch vorgestellt habe bisher. Also unbedingt dranbleiben. Also, dieser Katalog hat Aussagen, die einfach zu schön sind, um wahr zu sein. Zum Beispiel steht hier, ladet ihr einfach die App kostenlos runter. Dann gibst du den PIN direkt, also der PIN, der hier auf der Anleitung steht, den gibst du einfach in der App ein und schon wird eure Kamera mit dem Konto gekoppelt und dann geht's auch schon los. Und ich dachte mir noch so, das klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, denn wenn ihr zum Beispiel ein Prepaid-Handy kauft bei Aldi oder wo auch immer, dann müsst ihr ja erst ein Postident-Verfahren durchlaufen. Das heißt, ihr müsst euch verifizieren mit eurem Ausweis, müsst entweder ein Videocall machen oder irgendwie das bei der Deutschen Post abgeben, dass ihr wirklich derjenige seid, der das kauft. Das wurde ja eingeführt von der EU, um eben Straftaten zu verhindern, damit nicht zu viele SIM-Karten gekauft werden. Also ihr müsst euren Ausweis immer mit abgeben. Und das ist hier eben nicht so. Und ich dachte mir noch eben, oh Mann, jetzt muss ich wieder so ein Postident-Verfahren machen. Und das ist hier nicht so. Die Kamera kommt auch in einem super Paket zu euch. Die Batterien sind eingelegt. Es ist eine SD-Karte eingelegt. Und es ist die SIM-Karte schon eingelegt. Ihr müsst nichts rumfummeln mit auspacken und reinstecken und Postident-Verfahren. Das fällt alles weg. Ihr koppelt wirklich nur mit dem PIN eure App
Und dann wird die Kamera automatisch erkannt und schon habt ihr 100 Bilder gratis Guthaben zum Versenden frei. Die Kamera funktioniert ja so, sie macht ein Bild, anschließend vielleicht noch sogar ein Video und sendet euch das Bild direkt auf euer Tablet oder auf euer Smartphone. Das ist natürlich super angenehm und man schaut schon immer grinsend auf sein Smartphone, wenn man früh aufsteht und das Handy klingelt schon wieder und Seekercam hat ein paar neue Bilder für euch, die in der Nacht aufgenommen wurden. Ich habe mein Handy natürlich nachts im Flugzeugmodus, sonst weckt mich die Kamera ständig. Ja? So, alleine das macht irrsinnig Spaß. Ja? Auf die Details kommen wir gleich noch, was man so im Menü einstellt. Aber das hat mich eben total überzeugt. Es funktioniert wirklich so einfach. Ihr packt die Kamera aus, gebt euren PIN in die App ein. Also ihr rubbelt das frei hier auf eurer Anleitung. Da ist eure PIN drauf, die zu der Kamera passt. Und dann ist die Kamera in eurem Konto schon freigeschalten. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Seekercam stellt sozusagen einen Server mit einem gewissen Speicherplatz für euch zur Verfügung. Der enthält eine Galerie, wo ihr die Bilder ansehen könnt oder runterladen könnt. Und dort könnt ihr euer Konto verwalten. Das heißt, ihr seid nicht mit dem Smartphone direkt mit der Kamera verbunden, sondern ihr seid im Grunde mit der Smartphone-App mit eurem Seekercam-Konto verbunden und euer Seekercam-Konto synchronisiert die Bilder. Das heißt, wenn hier ein Bild geschossen wird, dann dauert es natürlich ein paar Sekunden, bis das auf dem Konto angezeigt wird und bis dann das Konto auch eine Push-Nachricht auf eure App sendet. Aber meine Erfahrungen sind hier ungefähr 10 Sekunden. Also ich habe das mal getestet, ungefähr 10 Sekunden dauert es bis vom geschossenen Foto bis zur Push-Nachricht auf eurem Smartphone. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal das Teil näher an. Der erste tolle Vorteil, der uns bei der Kamera auffällt, ist das durchdachte Design. Wir haben hier vorne die Infrarot-LEDs, die einen Blitz oder ein Dauerlicht aussenden können und die direkt mal schwarz eingefärbt sind. Es gibt nämlich viele chinesische Hersteller, die das dann hell haben. Das ist für die Tarnung wiederum schlecht. Auch der Bewegungsmelder ist sehr schön in grün gehalten und die Kamera befindet sich im oberen Teil. Und jetzt kommt der Riesenclou. Bei allen anderen Herstellern ist es so, wir klappen die komplette Oberseite mitsamt der Kamera um 180 Grad um. Und das hat den Nachteil, dass ihr im Grunde nichts seht, was ihr einstellt. Ja? Bei dieser Kamera ist das so genial. Also wir schieben die ja hier auf Setup. Ich hoffe, die normale Bedienung einer Kamera sollte euch geläufig sein. Aber hier ist der Vorteil einfach der, ihr seht, was ihr direkt fotografieren oder filmen wollt. Bei den anderen Kameras ist das ja immer so, da klappt die Kamera mit um und ihr wisst nicht, was ihr eigentlich genau drauf habt. Bei dieser Kamera ist das relativ genial, weil ihr habt das Display auf derselben Seite wie die Kamera und somit seht ihr euren Bildausschnitt. Das ist schon mal irrsinnig praktisch. Was mir auch sehr gut gefällt, ist auch das Batteriefach. Denn es ist so gebaut, dass ihr einfach hier drauf drückt. Und dann ist es aber auch nochmal gesichert, ne? Also es fällt euch nicht runter. Ihr könnt dann das einfach rausziehen und dementsprechend, ihr seht, die Kamera wird mit 8 Akkus gefüttert oder mit Batterien. Dementsprechend ist sie auch sehr langlebig und diese Batterien waren direkt auch schon im Lieferumfang dabei. Das finde ich ja total klasse. Ja? Und das ist halt schön gemacht, weil das Schubfach fällt nicht raus. Und es ist halt auch vor allem durchdacht. Ihr müsst hier nicht rumfummeln wie bei den anderen Kameras, dass ihr hier, wo ihr kaum reinkommt, dieses Ding wegklappen müsst und so weiter. Sondern das ist halt hier einfach mit so einem Schuber gelöst. Und das ist halt wirklich klasse. Hier an der Seite ist die SD-Karte und die SIM-Karte drin. Und da könnt ihr auch noch USB anschließen. Übrigens könnt ihr an die Kamera auch ein Solarpanel anschließen. Das heißt, sie hat dann Dauerstrom, wenn ihr einen guten sonnigen Platz habt oder ihr könnt das Solarpanel auch oben am Baum befestigen, wo die Sonne halt scheint und dann könnt ihr sie mit Dauerstrom betreiben. Also auch das ist klasse. Ihr geht einfach auf Menü und habt jetzt eine super Auswahl an Dingen, die ihr einstellen könnt. Zuerst könnt ihr natürlich einstellen, wollt ihr nur Fotos machen oder auch gleichzeitig Videoaufnahmen. Da habe ich auch immer beides eingestellt. Ich mache immer erst ein Foto und dann mache ich eine Videoaufnahme. Dann habe ich 12 Megapixel eingestellt, das ist das Maximum, was die Kamera kann. Und ich habe eingestellt, dass wenn sie ein Foto macht, soll sie bitte nur ein Foto machen. Ihr könnt auch 5 einstellen, also dass die Kamera 5 Fotos nacheinander schießt. Videoauflösung habe ich aufs Maximum gestellt. Hier steht sie auf Full HD. Die Videolänge habe ich auf 10 Sekunden gestellt. Da könnt ihr verschiedene Zeiten einstellen. Ihr könnt auch sagen, mach eine Minute Video zum Beispiel. Aber hier habe ich 10 Sekunden eingestellt. Das genügt mir in den meisten Fällen. Dann habe ich die Sensorempfindlichkeit eingestellt. Also wie empfindlich soll dieser Bewegungsmelder reagieren, auch zum Beispiel auf kleine Vögel. Das habe ich auf die maximale Stufe, weil ich einfach nichts verpassen will. Dann können wir hier oben einen Blitzmodus konfigurieren. Das bedeutet, wollt ihr mehr Reichweite, dann leuchtet er etwas länger. Das hat natürlich aber dann den Nachteil, dass euer Objekt, wenn es sich bewegt, unscharf wird. Wollt ihr eine ausgewogene Balance, das habe ich am Anfang eingestellt gehabt, aber unter dem Strich war mir das dann auch trotzdem zu verwaschen. Und deswegen habe ich dann irgendwann auf maximale Schärfe gestellt. Das heißt, der Blitz hat nicht mehr so eine hohe Leuchtweite, aber trotzdem ist dann euer Objekt schärfer. Und die Leuchtweite, die der Blitz hatte, hat für mich
auf alle Fälle ausgereicht. Das war wirklich super. Wo ich auch großes Lob aussprechen muss, ist dieser Bewegungsmelder. Denn er hat Dinge erkannt, die wirklich sehr, sehr weit weg waren. Also ich würde schätzen, locker mal 15 Meter, wenn sogar nicht noch mehr. Aber das, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich habe es nicht ausgemessen. Aber ihr seht das ja an den Bildern, die ich einblende. Da war der Sensor wirklich extrem empfindlich und löst sehr früh schon aus. Dann könnt ihr noch eine Zeitschaltuhr einstellen, also wann soll die Kamera nicht aktiv sein. Dann könnt ihr einen Zeitraffer einstellen. Wir können eine Aufnahmepause einstellen. Das heißt, wenn jetzt das Reh sich ständig vor der Kamera bewegt, dass die Kamera nicht tausende Bilder schießt, könnt ihr einstellen, dass eine gewisse Pause danach eintreten soll. Also ich habe das immer so auf ein paar Sekunden eingestellt. Dann geht ihr einfach hier auf ein, geht auf okay und dann könnt ihr sagen 10 Sekunden. Ihr könnt hier auch 2 Stunden einstellen. Das finde ich auch sehr flexibel. Da könnt ihr alles mögliche einstellen. Also 10 Sekunden macht meine Kamera eine Pause, bevor sie das nächste Bild aufnimmt. Dann könnt ihr den Mobilfunk einschalten. Ihr könnt einstellen, wie groß soll das Bild sein, das versendet wird. Da würde ich euch empfehlen, stellt das ein bisschen auf Medium ein, also nicht auf ganz groß. Je nachdem, wie gut euer Empfang ist. Denn bei Medium ist es halt einfach so, dass die Kamera das Bild schneller versendet, weil es halt schneller hochgeladen ist im Grunde. Dann habe ich eingestellt, wie viele Bilder soll denn die Kamera eigentlich versenden in der Stunde? Denn es ist ja so, wenn der Vogel 100 Mal hin und her fliegt vor eurer Kamera, dann wollt ihr nicht unbedingt 100 Bilder, sondern ihr wollt halt, dass der Vogel einmal übertragen wird. Ja? Deswegen habe ich hier eingestellt, die Kamera soll maximal 10 Bilder in der Stunde übertragen. Natürlich speichert sie dann aber mehr. Also sie speichert alles, was ihr eingestellt habt. Nach der Pause macht sie jedes Mal ein Foto, aber sie sendet halt nicht jedes. Ja? Das ist auch immer sehr praktisch. Standortdaten könnt ihr einstellen, die werden dann direkt aufs Bild eingeblendet. Natürlich wird übrigens auch das Datum, die Uhrzeit und die Temperatur. Das ist auch immer ganz spannend, wenn ihr zu Hause im Warmen sitzt und dann wird ein Reh fotografiert und dann steht dann da drauf minus 5 Grad und Schneetreiben. Ja, Schneetreiben steht natürlich nicht da, aber ihr seht, dass es schneit. Aber das ist halt auch immer ganz spannend, dass man mal sieht, wie viel Grad hat es denn da eigentlich, wo die Kamera hängt. Finde ich total super. Dann liegt eine Infrarot-Fernbedienung sogar der Kamera bei. Da könnt ihr die auch noch von der Ferne mit einer Infrarot-Kamera Fernbedienung einstellen. Dann könnt ihr hier umstellen zwischen Akku oder Batterie. Datum, Uhrzeit könnt ihr automatisch von dem 4G-Netz ziehen. Sprache auf Deutsch eingestellt. Kameraname ein, Kamera-PIN aus. Da könnt ihr noch einen PIN eingeben zum Sichern. Aber das ist für mich nicht so interessant, weil wenn sie eben im Metallcase hängt, dann brauche ich den PIN nicht, weil die SD-Karte kann ja trotzdem entfernt werden. Dann könnt ihr einschreiben, ob die Daten immer wieder überschrieben werden und ihr könnt sie natürlich auf Werkseinstellungen zurücksetzen und ihr könnt die Firmware-Version anschauen. Von der Verarbeitung macht die Kamera mir einen wirklich hochwertigen Eindruck. Wir haben hier eine satte Gummidichtung umlaufend, die auch wirklich hier sauber reingedrückt wird. Und so ist die Kamera dementsprechend auch regendicht. Ich würde natürlich trotzdem immer empfehlen, allein schon wegen der Linse hängt sie immer auf der wetterabgewandten Seite auf, damit einfach die Linse nicht voller Wasser wird, denn das geht ja dann wieder auf die Bildqualität. Okay, dann macht ihr sie einfach wieder so zu und rastet es ein. Okay, kommen wir abschließend noch zu einem kleinen Fazit und ich will euch noch ein super sinnvolles Zubehörteil vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Metallkäfig. Denn ihr fragt euch mit Sicherheit, ja, was ist denn eigentlich, selbst wenn ich die Genehmigung vom Förster oder vom Landwirt habe, die Kamera in den Wald hängen zu dürfen oder ich habe sie auf meinem Privatgrundstück, da ist sie natürlich etwas sicherer. Was ist denn eigentlich, wenn ein Spaziergänger vorbeikommt und einfach meint, er nimmt sie mit? Ja, dann ist sie tatsächlich ungeschützt und dann ist sie auch weg. Bei dem Preis wirklich schade. Dementsprechend hat Zikacam sich was Tolles einfallen lassen. Hier gibt es einfach einen Metallcase dazu, da könnt ihr ein Kabelschloss durchführen, um den Baum wickeln und dann ist die Kamera wenigstens vor dem einfachen Zugriff geschützt. Das heißt, ihr seid natürlich nicht davor geschützt, wenn der Spaziergänger dann nach Hause geht, holt eine Zange und kommt wieder und macht die Kamera ab, dann ist sie natürlich tatsächlich weg. Aber ihr seid zumindest mal vorgewarnt, dass die Kamera entdeckt ist, denn ihr bekommt ja ein Bild auf euer Handy und dann könnt ihr in den Wald fahren und die Kamera am besten an einen anderen Platz hängen. Das würde ich immer empfehlen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass derjenige zurückkommt und sie dann wirklich abmacht. Aber der normale Spaziergänger hat in der Regel keine Zange in der Tasche. Deswegen ist dieser Metallkäfig erstmal ein super Schutz, um eure Kamera an dem Platz zu sichern, damit sie nicht geklaut wird. Okay, zweifelsohne diese Kamera, und das muss ich jetzt tatsächlich nicht sagen, ich darf alles sagen, auch alle Vor- und Nachteile, ist die beste Wildkamera, die ich bisher in den Händen hatte. Es hat alles sofort super geklappt. Ich habe die Kamera mit dem Smartphone verbunden,
Das Bildguthaben war sofort da und es wurde sofort das erste Bild auf mein Smartphone übermittelt, denn die Kamera hat natürlich mich zuerst mal fotografiert. Das könnt ihr auch vermeiden, indem ihr euch einfach nach hinten weg entfernt, aber ich wollte es halt auch einfach mal testen, denn ich muss ja hier den Produkttest auch machen. Deswegen war ich ganz dankbar um das erste Bild, aber es sind dann auch regelmäßig die Bilder reingekommen. Ich hatte sie auch an zwei unterschiedlichen Orten aufgehängt. Wir haben hier das D1 und das D2-Netz, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wir haben eine super Netzabdeckung. Ich selber hatte wirklich keine Probleme, obwohl ich hier eher im ländlichen Raum bin. Und von daher mit Sicherheit, das ist natürlich die Voraussetzung, dass ihr irgendwo Empfang habt. Von daher ist das für mich eine super Sache gewesen. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Teil zu testen. Und der deutsche Kundendienst von Seekercam rundet natürlich das Paket für euch irrsinnig gut ab. Wenn ihr irgendwelche technischen Probleme oder Fragen habt, dann ist der Kundendienst hoffentlich dann auch für euch da. Ihr könnt übrigens auch vom Smartphone aus die Bildübertragung unterbrechen. Das ist irrsinnig praktisch, wenn jetzt zum Beispiel 100 Mal derselbe Vogel durchs Bild fliegt und ihr einfach feststellt, Mensch, die Kamera hängt nicht am idealen Ort. Am besten hängt ihr sie dann woanders auf. Aber bis ihr dann vielleicht habt ihr in dem Moment keine Zeit, und dann könnt ihr halt einfach sagen in der App Übertragung unterbrechen und dann wird euer Guthaben nicht weiter geschröpft. Ich habe das tatsächlich mal gebraucht, weil vor dem Bewegungssensor so ein Efeublatt hin und her gewackelt ist und dann hat die Kamera ständig das Efeublatt fotografiert und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit in den Wald zu fahren, ich will aber nicht, dass mein Guthaben weiter verplempert wird. Dann bin ich einfach auf Bildübertragung abbrechen gegangen oder unterbrechen und dann bin ich in den Wald gefahren, habe sie einfach wieder neu platziert. Die Preise finde ich auch mehr als fair. 100 Bilder, da braucht ihr schon ein bisschen, bis die 100 Bilder weg sind. Also ich hatte sie jetzt schon zwei Wochen im Wald hängen, habe zahlreiche Fotos, habe zahlreiche Tiere drauf gehabt und habe immer noch 20 Bilder übrig. Und wenn ich das jetzt wieder auflade mit 500 Bilder, das hält ja dann richtig lange, also in meinem Fall, dann sind das 4,49 Euro. Das ist wirklich fair, wenn ihr mal überlegt, was früher eine MMS gekostet hat. Da hat ja eine MMS schon 50 Cent gekostet. Ja. Und von daher ist das ein wirklich super Preis, muss ich sagen. Einziger Nachteil, das betrifft aber alle Hersteller, nicht nur Seekercam, ist, ich als Naturfilmer und Fotograf würde mir halt immer wünschen, dass es auch irgendwann mal eine Wildkamera gibt, die einen etwas größeren Sensor verbaut. Also so vielleicht einen 1 Zoll Sensor wenigstens, sodass wir halt einfach noch mehr Bildqualität haben und beim Video vielleicht noch ein bisschen eine bessere Auflösung. Aber für die normale Tierbeobachtung ist das völlig ausreichend. Ja, das wären meine Punkte gewesen. Mir hat Spaß gemacht, euch das Teil mal vorzustellen. Euch noch eine schöne Zeit da draußen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!